vielen Dank für die Begrüßung. Jetzt haben wir die kuriose Situation, dass wir wenige Leute sind. Normalerweise würde ich das so machen. Aber für die Kamera ist es, glaube ich, besser, wenn ich ins Mikro spreche und ins Bild gehe. Ja, ich freue mich, hier zu sein, zumal ich Wolfsburg auch noch gar nicht kenne, aber anscheinend bin ich ja jetzt im Zentrum und will gerne etwas Stellung nehmen zur Energiewende. Wir lesen ja täglich in der Zeitung von verschiedenen Vorstellungen, Problemen, was es alles zu sagen gäbe aus politischer Sicht. Keine Angst vor der Energiewende, warum dieser Titel? Ich war in Emden bei einer Veranstaltung in einer Kirche, eine Podiumsdiskussion mit Kurzvorträgen von Herrn Birkner, von einer Dame von der Bundesnetzagentur, auch einem Betriebsrat von VW. Und der Titel hieß Ärger mit der Energiewende. Ich habe mir das dann gerne angehört, auch halbwegs verstanden, aber es war schon schwierig für die 200 Bürger da dieser Diskussion zu folgen und den Inhalten. Und ich habe mir gedacht, also Ärger mit der Energiewende, da möchte ich einen Kontrapunkt setzen und habe dann den Titel gewählt, keine Angst vor der Energiewende, und versucht mal einige Daten zusammenzustellen, einige Informationen zusammenzustellen, damit auch für die normalen Bürger das Thema greifbar wird, auch mit den Problemen, die denn auch tatsächlich noch bestehen. Beginnen möchte ich mit einem alten Plakat, das Jürgen sicherlich kennt. Ich muss jetzt hier nach vorne gehen, weil es ist etwas älter und klein geschrieben. Aber interessanterweise war das ein Werbeplakat vom Badenberg Karlsruhe, EVS Stuttgart, München, also Energieversorger aus dem süddeutschen Raum, die dann auch geschrieben haben, weniger regenerative Energien wie Sonne, Wasser oder Wind können auch langfristig nicht mehr als 4% unseres Strombedarfs decken. Das ist 1993 so verkündet worden, auch mit dem Argument, dass Kernkraftwerke dann 34% des deutschen Stroms liefern und der Atmosphäre jährlich 160 Millionen Tonnen CO2 ersparen. Ganz zum Schluss gehe ich auf diese 160 Millionen Tonnen CO2-Ersparung noch einmal ein. Und finde schon interessant, dass damals mit diesem Argument für die Kernkraft geworben wurde. So, wir erleben ja täglich eine Diskussion um die Energiewende, hauptsächlich in den Medien. Es hat Franz Alt auf seiner Internetseite vor kurzem dazu Stellung genommen und gesagt, die Energiewende läutet die dritte industrielle Revolution ein, so wie die Dampfmaschine die erste und das Auto die zweite. Auch bei früheren Umbrüchen gab es Proteste, Ängste und Bedenken. Als die erste deutsche Eisenbahn fuhr, wurde davor gewarnt, weil die Kühe schwindsüchtig werden, wenn die Züge mit 28 Kilometern Geschwindigkeit pro Stunde durch Deutschland rasen. Ja, auch Kaiser Wilhelm II. Hat dann damals, als das Benzinauto kam, gesagt, wir brauchen keine Autos, wir haben doch Pferde. Und Franz Alt sagt, auf ähnlichem Niveau spielt sich zurzeit in Deutschland die Energiewende-Diskussion ab. Wenn Sie es nicht glauben, ich gehe mal kurz aus dem Vortrag heraus. Und zwar haben wir wir geben ja sehr viele Pressemitteilungen heraus, die normalerweise nicht abgedruckt werden in den Tageszeitungen. Und auf eine der Pressemitteilungen hat Herbert Reul, Mitglied des Europäischen Parlaments von der CDU, geantwortet, unter anderem mit einem Link. Ein kurzes YouTube-Video, 30 Sekunden, man muss dann auch gleich zuhören, was er sagt. Das ist eine Stellungnahme vom Deutschen Wirtschaftsrat, eine Veranstaltung der CDU aus dem März diesen Jahres. Und ich will Ihnen das nicht vorenthalten. Energiepolitik kann man nicht nach dem Motto machen, ich habe einen schönen Traum, sondern muss man sich mit den Fakten auseinandersetzen und mit den Wirkungen.
Und die deutsche Energiewende ist bedauerlicherweise zu sehr von Träumen bestimmt und zu wenig von den Fakten. Und die Zeche werden eines Tages die Verbraucher, die Unternehmen, die Bürgerinnen und Bürger zahlen müssen, weil es nicht funktionieren wird und weil es teurer wird. Und das macht mir große Sorgen. Ja, und ich würde vorschlagen, wir beschäftigen uns dann einfach mal mit den Fakten. So, zunächst mal Basisdaten. Energiewende wird ja immer oder sehr häufig verbunden mit der Diskussion um Stromerzeugung, Strompreise etc. Aber letztlich beinhaltet sie natürlich wesentlich mehr. Es geht nicht nur um den Stromverbrauch, sondern um den Energieverbrauch insgesamt in Deutschland. Ich habe einmal zusammengestellt den Primärenergieverbrauch in Deutschland, und zwar zunächst einmal aufgeschlüsselt nach den Energieträgern. Das ist prozentual angegeben, hier von 2011 die Zahl. Da sehen wir Mineralöl 34% Anteil, das ist natürlich in erster Linie Verkehr. Steinkohle 12,6%, Stromerzeugung in erster Linie, Braunkohle auch mit 11,7%. Und Erdgas, hauptsächlich Heizung, dann 20,4%. Kernenergie inzwischen ja nicht mehr so hoch mit 9%. Und erneuerbare Energien 11% am Primärenergieverbrauch. So, da sieht man schon, dass, wenn wir von der Energiewende reden, wir wirklich am Anfang stehen. Wir ersetzen also bisher nur im letzten Jahr zumindest 11% des Primärenergieverbrauchs in Deutschland. Interessant ist auch noch die Struktur des Energieverbrauchs, mal aufgeschlüsselt nach Industrie, Verkehr und Haushalten und Gewerbe, Handel, Dienstleistung. Und wir sehen, dass die Haushalte genauso viel Anteil haben wie Verkehr und Industrie, Gewerbe etwas weniger. Ist es zu laut? Ist gut. Aber es knistert, das ist gut. So, vielleicht wird es jetzt besser. Ja, ein Projekt, auf das ich vor kurzem gestoßen bin, was ich ganz interessant finde, bevor ich jetzt etwas sage, vielleicht eine kurze Schilderung aus meinem Heimatort Norden, Stadt Norden. Wir haben einen Unternehmer, der sehr engagiert ist, was erneuerbare Energien geht. Er hat ein neues Verwaltungsgebäude gebaut und das Einzige, was er jetzt noch braucht, und das ist in Ostfriesland, ist ein Wasseranschluss. Das heißt, sowohl Heizung als auch Strom erzeugt er selbst. Stromerzeugung über entsprechende Photovoltaikanlage mit Batteriespeichern und die Wärmeerzeugung dann über Solarthermie-Module, so dass er also durch den Winter und den Sommer natürlich auch kommt. Wie gesagt, er brauchte oder hatte auch nur noch einen Wasseranschluss in seinem Verwaltungsgebäude. Das geht auch im größeren Maßstab. Bünding bei uns in Leer, als Tee-Firma ja bekannt, aber betreiben auch große Verbrauchermärkte, die Kombimärkte. Bünding hat auch ein großes Verwaltungsgebäude aufgebaut, das energieautark jetzt sein soll. So, das heißt, im kleinen Maßstab geht es schon, dass wir auf Primärenergie, die wir extern sozusagen zuführen müssen, verzichten können. Und dieses Projekt finde ich jetzt interessant in Freiburg. Und zwar geht es letztlich um einen ganzen Stadtteil, ein Stadtviertel. Und hier hat man zum ersten Mal ein altes Hochhaus energetisch saniert. Ist hier auch beschrieben mit dem Erfolg. Man hat es also entkernt und neu aufgebaut. Man hat mehr Wohnfläche bekommen, weil man die Balkone mit einbezogen hat in die Wohnfläche, quasi als Wintergarten. Und letztlich konnte man den Energieverbrauch in diesem Hochhaus um gut 30% reduzieren, den gesamten Energieverbrauch. Und in Freiburg ist jetzt geplant, das nicht nur mit dem einen Hochhaus zu machen, sondern mit drei anderen auch. Das ist ein Forschungsprojekt, an dem auch verschiedene Institutionen beteiligt sind, heißt Weingarten 2020. Fraunhofer Institut ist auch dabei, wer Interesse hat, über Google findet man das natürlich sehr schnell. Aber
Wir sehen, also auch im größeren Maßstab lässt sich sehr viel Energie einsparen. Eine Frage, wie viel wurde da insgesamt eingespart, also durch die ganzen Änderungen? Ja, gut 30%. Sind die Zahlen theoretisch oder in der Praxis nachgewiesen? Praktisch. Ja, so. Nichtsdestotrotz ist die Stromerzeugung natürlich aktuell das wesentliche politische Thema. Ich werde jetzt auch etwas näher darauf eingehen. Zunächst mal, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, die Bruttostromerzeugung in Deutschland, ich beschränke das wieder auf das Jahr 2011, das ist hier der prozentuale Anteil, und wir sehen, dass also die Braunkohle an der Stromerzeugung noch 2011 25% hatte, Kernenergie 18%, ja, Steinkohle auch 18% ungefähr, Erdgas 14%, Mineralöl kann man vernachlässigen und interessanterweise die erneuerbaren Energien 20% an der Stromerzeugung. Wir wissen ja, dass das in diesem Jahr wesentlich mehr geworden ist. Letzte Schätzungen waren sogar 26% Stromanteil in diesem Jahr, wenn nicht sogar noch etwas mehr. So, also wir sehen, bei der Stromerzeugung ist der Anteil schon nicht unerheblich und aufgeschlüsselt nach den einzelnen Energieträgern Windkraft mit in 2011 mit knapp 8%, Biomasse 5%, Photovoltaik 3% als wesentliche Bestandteile dieses Strommixes. Wasserkraft ist in erster Linie Laufwasser. Ist aber eine deutlich andere Zahl als die 4%, die vorher in dem Wahlplakat da standen. Ja, ich möchte da auch gar nicht weiter drauf eingehen. Okay. Manchmal überholt das Leben eben dann doch die Politik. Ja. Ja, wie sieht das jetzt im Verbrauch aus, Stromverbrauch? Auch hier sehen wir, dass wir private Haushalte 27%, also doch einen erheblichen Anteil haben, aber dass der Hauptanteil die Industrie ist, Gewerbe handelt. Verkehr können wir noch vernachlässigen. Hier werde ich nachher noch detaillierter drauf eingehen. Merken wir uns, dass der Industrieanteil doch mit Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, also deutlich oder an die 70% des Stromverbrauchs hier in Deutschland ist. Ist interessant auch im Hinblick auf die Stromkosten und die Lasten, die zu tragen sind. Dazu später noch etwas mehr. Ja, jetzt habe ich mir einmal angeschaut, wie sieht denn der Kraftwerkspark in Deutschland aus? Was ist an konventioneller Stromerzeugung installiert? Da gibt es eine monatliche Liste der Bundesnetzagentur, Kraftwerksliste Bundesnetzagentur, Stand 12.12., ist also jetzt im Dezember nochmal rausgekommen, ich habe die Zahlen dann mir angeschaut und inklusive Kaltreserve, das sind die Kraftwerke, die kurzfristig innerhalb von 6 Monaten wieder ans Netz gehen könnten und Reserveleistung, die auch noch kürzer dann dazu geschaltet werden können, inklusive dieser Reserve und Kaltreserveleistung haben wir also 92 Gigawatt Leistung installiert. Das ist so erstmal nicht zu interpretieren, wenn man aber weiß, dass die Jahreshöchstlast nach Aussage des Umweltbundesamtes in den letzten 10 Jahren nur 80.000 Megawatt waren, also 80 Gigawatt. Und dass wir so im Tagesdurchschnitt 70 Gigawatt haben, dann ist es ja schon überraschend, dass wir also nur konventionell schon 92 Gigawatt installiert haben in Deutschland. Ja, und wenn man sich dann anschaut, wie die Entwicklung denn in den nächsten Jahren ist, und zwar wieder nur bezogen auf die konventionellen Kraftwerke. Die Kraftwerksbetreiber müssen bei der europäischen Strombörse die Planung veröffentlichen. Das weicht jetzt etwas ab, weil bei der Bundesnetzagentur sämtliche Kraftwerke, also auch mit der Leistung kleiner als 100 Megawatt, aufgelistet sind. Hier bei der Strombörse nur die Kraftwerke größer 100 Megawatt. Aber wir sehen, dass also erst 2012 knapp 77 Gigawatt installiert waren und in 2013 schon über, also knapp 81 Gigawatt installiert werden
sein werden. Und das nimmt noch etwas zu bis 2015. So, das heißt also, wir bauen jetzt noch konventionelle Kraftwerke dazu, und zwar in der Summe. Es wird also im nächsten Jahr über 4 Gigawatt dazu installiert sein, damit man eine Vorstellung hat, was das an Leistung ist. Ein normales Atomkraftwerk hat eine Leistung zwischen 1 Gigawatt und 1,3 Gigawatt, also 1300 Megawatt. Das heißt, wir bauen im Prinzip konventionell kurzfristig die Leistung von 4 Atomkraftwerken dazu. Aber nicht als Atomkraftwerk. Wie bitte? Aber dann nicht als Atomkraftwerk. Nein, konventionell. Also hauptsächlich Kohle, Kohle und Gas. Das ist hier nochmal aufgeschlüsselt. Kernkraft bleibt konstant die nächsten Jahre. Dann habe ich das jetzt nicht ganz verstanden. Weil oben drüber steht konventionell. Konventionell ist Kernkraft mit aufgeführt. Ist mit dabei, ja. Ja. Nein, hier ist es ja im Detail nochmal gezeigt. Der Zuwachs hauptsächlich Steinkohle im nächsten Jahr. Ja, also obwohl wir schon 92 Gigawatt installiert haben und man sagt, für Revisionszwecke vielleicht 10% muss man dann abziehen, wobei man muss ja nicht gerade im Winter die Revision machen, dann wenn viel Leistung erforderlich ist. Aber selbst wenn wir nochmal 10% abziehen, haben wir jetzt schon mehr konventionell installiert, als wir überhaupt an Jahreshöchstlast hatten, bauen die nächsten Jahre aber auch noch massiv dazu. Ja, das ist nochmal eine Zusammenstellung bis zum Jahr 2022. Ich hatte mir dann die Mühe gemacht, im Vorfeld der Stellungnahme zum Netzentwicklungsplan, die ich abgegeben habe, auch mit den Kraftwerksbetreibern und den Stromversorgern zu telefonieren und zu hinterfragen, diese Kraftwerke, die geplant sind, sind die auch wirklich noch aktuell geplant? So, und wir sehen also bis 2015, das hatte ich etwas, hatte ich ja im Detail jetzt schon erläutert, bauen wir massiv dazu. Und das nächste Kraftwerk, was vom Netz gehen soll, 2015 ist Grafenrheinfeld. Und dann haben wir 2016 wieder den Zubau von Gaskraftwerken oder auch Kohlekraftwerken. Und in der Summe sehen wir, dass bis 2022, bis also das letzte Atomkraftwerk abgeschaltet sein soll, wir ungefähr 2000 Megawatt an Leistung konventionell verlieren werden, nach jetziger Planung. So, wenn man davon ausgeht, dass die Planung aber auch ist, dass wir bis 2020 10% weniger Strom in Deutschland benötigen, dann sehen wir, dass wir konventionell mehr als nötig auch bis 2020 dazu bauen. Also immer noch ein Zuwachs haben an konventioneller Kraftwerksleistung. So, dann gehen wir jetzt aber auch zu den Erneuerbaren. Hier einmal gezeigt, Tagesverlauf, also es ist sehr schön, bei der Strombörse kann man sich täglich angucken, was ist die geplante Stromerzeugung für den Tag. Grau dargestellt die konventionelle Kraftwerksleistung, grün ist hier die Windkraft und gelb dann Solar, Photovoltaik. Und im 2-Stunden-Rhythmus sieht man dann auch, was wirklich erzeugt wird. Wie gesagt, das ist die Planung und das ist dann nachlaufend das, was an dem Tag erzeugt wird, wird online dargestellt. Und das war jetzt ein Tag aus dem September mit relativ viel Sonnenschein. Und interessanterweise sehen wir, dass natürlich die Sonne über Mittag am stärksten scheint. Und man sieht, dass die Planungen auch schon sehr gut sind. Das heißt, wenn man so will, hat man auch einen ganz guten Hinweis auf die Wetterlage in Deutschland. Kann man sich am Tag vorher angucken. Und insbesondere bei uns in Norddeutschland, ich zeige gleich noch eine Grafik, sehen wir, dass wir schon vorher wissen, wann der Wind sehr stark weht. Was auch interessant ist, ist, dass der Leistungspeak, der mittags in der Woche abgefordert wird, durch die Photovoltaikanlagen sehr gut herausgenommen wird.
So, und was man auch noch erkennt, ist, dass wir eben hier noch sehr viel Luft haben, um hier zusätzlich Stromerzeugung durch erneuerbare Energien noch dazu zu nehmen. Der Anteil ist ja hier im Schnitt irgendwo zwischen 70-80% in der täglichen Stromerzeugung. Das heißt, hier besteht also noch Spielraum, konventionelle Stromerzeugung zu ersetzen. So, und Herr Altmaier hatte ja vor einiger Zeit darauf hingewiesen, hat gesagt, wir sollten den Ausbau an erneuerbaren Energien beschränken bis 2020 auf 40%, was zunächst mal gut klingt, wenn man die ursprüngliche Planung der Bundesregierung von 35% bis 2020 nimmt. Wenn man dann aber ausrechnet, was das an jährlichem Zuwachs jetzt bis 2020 noch bedeutet, unter der Maßgabe, dass wir in 2012 einen 26% Anteil jetzt haben, dass aber auch der Bruttoinlandstromverbrauch bis 2020 nach jetziger Planung ungefähr um 10% zurückgehen soll, dann bedeutet das, dass wir jährlich nur noch 1,3% Zuwachs Stromerzeugung durch erneuerbare Energien benötigen, um letztlich bei 2020 bei 40% zu landen. Wir wissen aber jetzt schon nach den Planungen, dass wir im nächsten Jahr 2013 ungefähr 3% Minimum dazu bekommen. So, und dann stellt sich natürlich die Frage, warum wird so ein Ziel ausgegeben? Das klingt sehr danach, dass die Erneuerbaren einfach ausgebremst werden sollten. Eine Einschätzung, die nicht nur wir jetzt vorgenommen haben, sondern auch die Grünen auch publiziert haben. Ja, dann ist ja auch immer die Frage Flächenbedarf bei den erneuerbaren Energien. 2010 hat die Agentur für erneuerbare Energien einen Potenzialatlas für Deutschland herausgegeben. Sie haben einmal berechnet, was bräuchten wir denn für Flächen, um knapp 50% Stromerzeugung jetzt mit den Erneuerbaren zu realisieren. In erster Linie Windkraft, blau dargestellt, und zwar der kleine Punkt, das sind die, also für einen Anteil von 18%, Wind-Offshore spielte damals noch keine Rolle, also für die 18, knapp 19% Anteil Stromerzeugung durch Windkraftanlagen an Land, bräuchten wir eine Fundamentfläche, das ist hier dieser kleine blaue, tiefblaue Punkt, das sind 2700 Hektar. Wenn man aber jetzt nicht nur die Fundamentfläche, sondern die Bedarfsfläche insgesamt der Windkraftanlagen nimmt, dann sieht man, dass der Flächenbedarf ungefähr so groß wäre. Für knapp 19% an der Stromerzeugung. So, das kann man sich schon vorstellen, dass wir das in Gesamtdeutschland realisieren können. Zumal auch für die süddeutschen Regionen Anlagen existieren für Mittelwindlagen, sodass man auch da sinnvoll Strom erzeugen kann mit Wind. Onshore-Anlagen, nicht nur in Norddeutschland. So, dann war die Planung Biomasse 9%, hier grün dargestellt. Da sieht man schon, dass also der Flächenbedarf, um dies zu realisieren, schon deutlich größer ist. So, da kann man sich auch vorstellen, dass man das vielleicht in Deutschland noch realisieren kann, aber eine Verdopplung an Biomasse, also auf 18%, da glaube ich, haben wir dann alle Zweifel, dass das sinnvoll zu realisieren ist von Flächenbedarf allein her. Die dritte Komponente ist dann die Photovoltaik. Auch hier ganz interessant, in der Planung knapp 7% von den 47% wiese Flächenbedarf. Und zwar die Dachflächen, die erforderlich wären, sieht man hier in der Gesamtfläche auch mit Solarthermie zusammen für die 6%, das ist sicherlich steigerungsfähig und vom Flächenbedarf her kein Problem. Auch 2010 hat man schon gesagt, wir wollen nicht nur knapp 50% Strom erzeugen bis 2020, sondern auch entsprechend Wärme, und hier ergibt sich dann auch ein Anteil von 25% an der Wärmeerzeugung durch erneuerbare Energien. Natürlich hauptsächlich durch Solarthermie und auch Biomasse dann. Auf den Kraftstoff will ich jetzt nicht eingehen. So, das heißt also vom Flächenbedarf her, Wind onshore sicherlich kein Problem, auch noch ausbaufähig, Biomasse eher nicht.
Und Solarthermie, wir haben ausreichend versiegelte Flächen, Dachflächen in Deutschland, um hier auch noch mehr zu erreichen. Das war die Planung 2010, um knapp 50% Stromerzeugung 2020 zu realisieren. Was sind denn die 0,54? Die 5,4? Das ist hier Wasserkraft, ein Laufwasser vom Speicher. Da wird sich nicht viel ändern. Also wir haben in Deutschland auch einige Pumpspeicherkraftwerke, die jetzt geplant sind, aber vom Anteil her ist das relativ wenig. Und Laufwasser sind die Flüsse dann auch. Ja, dann ist ja immer die Frage, die Sonne scheint eben nur tagsüber und der Wind weht auch nicht immer und deswegen ist das ja mit einer Rundumversorgung schwierig. Ein altes Argument, es gab das Kombikraftwerk 1, ein Projekt, wo man schon mal überlegt hat, theoretisch, wie können wir es denn realisieren, dass wir in einer Region auch eine autarke Energieversorgung, Stromversorgung hinbekommen, insgesamt. So, und das ist weitergeführt worden in einem Projekt der Bundesregierung E-Energy. Es sind 4 Regionen ausgewählt worden in Deutschland, die sind auch finanziell gefördert worden, um zu schauen, kann man in einer Region auch eine autarke Stromerzeugung realisieren. Und vor kurzem hat die Region im Harz Vollzug gemeldet. Es gab eine Pressemitteilung, dass man dort es tatsächlich geschafft hat, jetzt in der Region autark Strom zu erzeugen. Eben, wenn man zu viel erzeugt, dann speist man das noch ein. Aber man benötigt dann also nicht mehr von konventioneller Kraftwerkserzeugung entsprechende Unterstützung. Realisiert das natürlich durch Photovoltaik, durch Windkraft, durch Biomasse und auch durch eine geschickte Vernetzung und auch entsprechendes Lastmanagement. Wer Interesse hat, sollte da im Internet sich die Details dann noch anschauen. Ich finde es schön, dass hier in der Region jetzt mal gezeigt hat, es geht tatsächlich auch mit einer kompletten Stromversorgung. Ja, vielleicht ganz kurz einmal zur Erläuterung, weil die Verteilung des Stroms ja auch in der Diskussion ist, Stromtrassenbau, da gehe ich jetzt auch etwas näher drauf ein, aber einmal als Einstieg, dass man sieht, wir haben im Prinzip in Deutschland 3 Ebenen. Das ist die Übertragungsnetzebene 220, 380 kV. Das sind die Stromtrassen, die in den Medien immer hauptsächlich erwähnt werden. Wir haben eine Verteilebene, die liegt darunter mit 110 kV in der Regel, also 110.000 Volt und eine Verbrauchsebene für Industrieunternehmen 20.000 Volt und unsere Haushaltsverbrauchsebene 220, 380 Volt, die kennen wir ja. Also im Prinzip 3 Ebenen. Es gab von Herrn Altmaier eine Äußerung, die ich nicht so ganz verstanden habe. Er hat dann auch vor einiger Zeit gesagt, also es könnte passieren, dass Strom aus dem Norden in den Süden will und aus dem Süden dann auch in den Norden und in Frankfurt würde sich das dann treffen und dann gibt es einen großen Knall und dann wäre die Energiewende vorbei. Das scheint mir eine etwas einfache Darstellung zu sein, um vielleicht das Bild mit dem Stromtransport einmal etwas greifbarer zu machen. Also der Strom sucht sich physikalisch den kürzesten Weg zum Verbraucher. So, und man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass wir ein Kanalnetz hätten, also Wasserkanäle. Ich glaube, es hat keiner die Vorstellung, dass wenn in Norddeutschland der Kanal mit Wasser gefüllt wird, dieses Wasser wirklich dann bis nach Süddeutschland durchfließt, sondern es wird sich eben da, wo der Verbrauch ist, immer einpegeln. Das Bild wäre dann so, dass wir natürlich dann sozusagen 3 Kanalebenen haben, die dann über Schleusen etc. noch miteinander wirken müssen. Aber das ist ein greifbares Bild vom Stromtransport, in Anführungsstrichen, diese Aussage, dass der Strom aus dem Norden in den Süden muss, die ist einfach so physikalisch nicht korrekt.
Der Unterschied ist allerdings zu unserem Kanalsystem, dass sich diese Effekte dann schon im Millisekundenbereich abspielen. Das geht dann also sehr schnell. Ja, dann sind ja immer die Kosten ein wichtiger Punkt. Und interessanterweise wurde im Juni schon im Bundestag hier festgehalten von der Parlamentszeitung, das Parlament, Wochenzeitung Bundestag, darüber diskutiert und plötzlich, ich kannte immer die Zahl, 20 Milliarden kostet der Ausbau der Stromtrassen, standen dann 70 Milliarden im Raum. So, der Wirtschaftsexperte der CDU, Joachim Pfeiffer, hat das dann in den Raum gestellt und gesagt, wir müssen also 70 Milliarden investieren. Es war damals noch von 3.800 Kilometer Stromleitung die Rede, das war die Übertragungsnetzebene. Und das würde allein 20 Milliarden kosten. Das Verteilnetz müsste auch aufgebaut werden, also diese Ebene 110 kV, die muss auch ausgebaut werden, weil die Windkraftanlagen onshore in der Regel auf dieser Ebene eingespeist werden. Und da würde man also 195.000 Kilometer benötigen. Ich habe da mit unserem Energieversorger mal gesprochen und gefragt, Wie kann das zu 195.000 Kilometern kommen? Er wusste das auch nicht. Nehmen wir es mal so hin als Zahl. Und das würde dann 27 Milliarden noch kosten. Ja, inzwischen wissen wir, dass auch die Bundesregierung weiß, dass wir denn jetzt doch nicht so viele Kilometer brauchen. Die letzte Zahl waren jetzt so 2.800 Kilometer und es wird günstiger. Und Herr Rösler hat dann auch noch hier ein Zitat von Ehrlichkeit, die Ehrlichkeit in der Energiewende eingefordert. Das lasse ich mal so im Raum stehen. Und Umweltstandards müssten vorübergehend außer Kraft gesetzt werden, um den Netzausbau voranzutreiben. So, warum sind die Kosten für den Trassenausbau geringer geworden? Also, zum einen, bevor wir eine neue Trasse bauen, gibt es verschiedene technische Ertüchtigungsmaßnahmen, also Leistungssteigerungsmaßnahmen, die man ergreifen kann. Das bekannteste Beispiel wurde auch von verschiedenen Organisationen eingefordert, das sind die neuen Hochtemperaturleitungsseile. Wir haben im Moment in den Trassen in der Regel Stahlseile als Leitungsseile, die ungefähr bis 70, 80 Grad betrieben werden dürfen, dann Stahl dehnt sich aus, wenn er warm wird, dann hängen die Seile einfach zu tief durch, deswegen ist das dann thermisch die Grenze. Die neuen Hochtemperaturleitungsseile haben keinen Stahlkern, sondern einen Kern aus Aluminium-Keramik und können bis zu 200 Grad heiß werden und hängen dann erst so weit durch wie der Stahlseil bei ungefähr 70 Grad. So, das heißt, wir können hier eine höhere Temperatur akzeptieren und damit auch mehr Strom und Leistung durch die Leitungsseile transportieren. Der Hersteller, also 3M zum Beispiel, spricht davon, dass sich die Leistungskapazität verdoppelt. Ich habe dann auch mit Übertragungsnetzbetreibern, mit Pressesprechern telefoniert und mal nachgefragt. Und die sagen natürlich deutlich weniger. Also, Sparen von 30%, vielleicht ist 50-60% dann realistisch. Auf jeden Fall kann man also durch den Austausch der Leitungsseile die Leistung steigern. Dazu muss man wissen, dass die meisten Stromtrassen in Deutschland in den 70er Jahren gebaut wurden. Man sagt, dass so nach 40 Jahren die Leitungsseile ausgetauscht werden sollten. Die Trasse, die Fundamente sind auf 80 Jahre ausgelegt. Naja, wir sind jetzt so in der Zeit, wo die Leitungsseile sowieso ausgetauscht werden müssten. Und da sage ich dann natürlich, das ist ja im Prinzip auch eine Instandhaltungsmaßnahme, die ergriffen werden muss, die auch betriebswirtschaftlich ja schon vorfinanziert ist. Und auch wenn die neuen Hochtemperaturleitungsseile natürlich teurer sind als die alten Seile, sollte man auf jeden Fall auch das finanziell berücksichtigen, dass ja ein Teil als Instandhaltung schon finanziert ist. So, also wir haben einmal die Möglichkeit, mehr Strom zu transportieren durch den Einsatz der neuen Hochtemperaturleitungsseile. Wir können auch zubeseilen, wer viel auf der Autobahn unterwegs ist, wird immer wieder Strommasten sehen, die
nicht komplett bis alt sind, wo einfach noch Teile frei sind oder wo auch noch neue Traversen eingezogen werden. Das sind die Quergestänge sozusagen, wo die Leitungszahlen aufgehängt werden, wenn es statisch machbar ist. Also durch Zubesalung kann man noch die Leistung steigern. Ja, dann sagt die Bundesnetzagentur auch, wenn das Stromnetz ausgebaut wird, dann haben wir auch weniger Leitungsverluste. Hier einen finanziellen Vorteil, den man einberechnen sollte. Und was ich auch wesentlich finde, Kostenbeteiligung der Kraftwerksbetreiber. Wenn man sich den Netzentwicklungsplan anguckt, auch die neueste Variante, die überarbeitete Version, dann haben wir von den 109 Maßnahmen, ich meine 16 Maßnahmen, die damit begründet werden, dass konventionelle Kraftwerksleistung zugebaut wird. Das heißt also, weil zum Beispiel ein Steinkohleblock dazugebaut wird, muss eben eine entsprechende Maßnahme ergriffen werden, Ausbau gemacht werden, konventionell begründet. So, da sage ich natürlich als Bürger, also das ist ja, damit habe ich ja nur nichts zu tun, zumindest nicht im Sinne der Energiewende. Und wenn jetzt eben ein Kraftwerksbetreiber hier die Leistung steigert, dann sollte er sich aber an den Kosten zumindest prozentual dann auch beteiligen. Und wir haben auch 11 Grenzübertrittstrassen. Wir haben ein europäisches Stromnetz. Und hier ist es sicherlich sinnvoll, die Übertragungskapazität in die Nachbarländer zu steigern. Aber auch da würde ich sagen, das sollte man dann vielleicht nicht über den Strompreis regeln, sondern zum Beispiel durch EU-Gelder, das sind natürlich auch Steuergelder, Bürgergelder, aber zumindest nicht von finanzschwachen Bürgern. So. Ich habe eine Frage, warum nicht man keinen Gleichstrom, zumindest für die Übertragung? Man kann den dann doch da, wo er gebraucht wird, nachher transformieren in den Wechselstrom. Und dann würden doch die vorhandenen Trassen reichen. Man tauscht einfach aus und Gleichstrom lässt sich doch viel sparsamer durchführen. Ja, kann ich gerne darauf eingehen, braucht aber 5-6 Minuten jetzt. Also Gleichstrom brauchen wir und zwar speziell bei Wind Offshore, habe ich jetzt rausgenommen aus dem Vortrag, kann ich aber gerne kurz darauf eingehen und dann auch zu dem, was Sie eben angeregt haben. Wir haben in Deutschland ja die Entscheidung getroffen, oder die Tourismusindustrie hat die Entscheidung getroffen, dass die Gäste vom Strand aus die Windräder offshore nicht sehen sollen. Deswegen werden die Parks sehr weit draußen in der Regel angelegt, hier in Deutschland. So, das hat jetzt zur Folge, dass man mit Wechselstrom ungefähr 70 Kilometer den Strom transportieren kann, die Leistung transportieren kann. Darüber hinaus ist es physikalisch über die Verluste zu schwierig. Das heißt, Entfernung weiter draußen müssen wir mit Gleichstrom realisieren. Ist auch kein Problem. So, wir haben Alpha Ventus von Norderney, das ist noch ein Wechselstromkabel. Die weiter draußen sind Parts werden dann mit Gleichstrom angeschlossen. Wobei das Windrad auf See dann den Wechselstrom erzeugt wird, dann Gleichstrom umgewandelt, geht per Gleichstrom dann an Land und wird dann wieder ins Wechselstromnetz eingespeist. Das wird ja gemacht. Wir haben Konverterstationen in Diehle. Ich habe mir mal so eine Station angeschaut. Ich glaube, ich habe jetzt kein Foto dabei, aber es war ganz interessant. Das Kabel, das vom Windpark ankam, 900 Megawatt, hatte diesen Durchmesser. Und die Anlage, die benötigt wurde, um jetzt einzuspeisen, das Hochspannungsnetz, waren so zwei Fußballfelder, Transformatoren und riesige Hallen. Und ich habe dann den Leuten gesagt, also wenn die Leistung mit so einem Kabel ankommt und ihr braucht also so riesige Anlagen, dann macht ihr irgendwas falsch. Haben sie gesagt, wenn ich eine Idee habe, soll ich mich wieder melden. Bisher hatte ich leider keine. Ich will sagen, physikalisch ist es ein enormer Aufwand, Gleichstrom hochzuspannen auf 380 kV Übertragungsnetzebene. 1 Megawatt kostet 130.000 Euro. Das heißt also, die Anlage in Diehle liegt in der Größenordnung 120, 130 Millionen. Das ist also sehr kostenintensiv.
Gleichstromkabel ist als Erdkabel dann verlegt. Das ging völlig geräuschlos, problemlos, bis auf ein paar Bauern, die mehr Geld haben wollten, weil das Kabel dann durch ihr Land gezogen wurde. Das wurde dann aber auch schnell geregelt. So, das ist alles sehr unproblematisch. Nur mit Gleichstrom arbeiten ist schwierig. Es wird auch überlegt, ein sogenanntes Overlay-Netz zu bauen, also ein übergeordnetes Gleichstromnetz in Deutschland, wo an verschiedenen Punkten eingespeist wird. Das Problem ist nur, wenn das an einer Stelle kaputt geht, dann ist das ganze Netz außer Gefecht. Man brauchte da physikalisch sehr schnelle Schalter, um so eine Unterbrechung zu kompensieren. Wir können mit dem Wechselstrom wesentlich leichter Leistung nehmen und auch einspeisen ins Netz. Das ist ein großer technischer Vorteil. Während bei Gleichstrom haben wir eben, können wir den Strom übertragen über lange Strecken, auch mit weniger Verlust, auch einfacher. Aber wir müssen dann an einer bestimmten Stelle einspeisen, mit hohem technischen Aufwand dann wieder. Und es ist ja auch in der Überlegung, dass man sagt, wenn der Strom jetzt in Offshore in großem Umfang erzeugt wird, dass wir eben Leitungen bauen. Warum wird das hier in Biele, also in Norddeutschland oder im Emsland eingespeist? Ich glaube, weil da einfach die Grundstücke relativ groß sind und nicht so teuer. Und wir haben natürlich ein Kernkraftwerk Lingen und die Trasse von Wilhelmshaven runter, Konneforde, nach Lingen schon einen Anschlusspunkt gehabt. Aber es gibt Überlegungen, auch die Kabel weiter, einige hundert Kilometer noch weiter in den Süden zu ziehen. Ja. Da, wo man es dann direkt einspeisen will. Ja, wenn ich die Zahl von 70 Milliarden für neue Trassen lese, kann man das dann nicht gegenrechnen? Dass man also wirklich die alten Trassen nutzt, in Gleichstrom und dann transformiert, wo der Bedarf ist und auch gerade, weil es im Süden immer die große Schreierei gibt, Elektrostrom oder der alternative Strom fehlt, das müssen die Trassen hier auf 70 Milliarden, das ist auch eine Wahnsinnssumme. Ja, gut, wir reden jetzt eigentlich über 20 Milliarden, über die Übertragungsnetzebene, da fallen dann auch die Wind-Offshore-Trassen mit rein. Und die Bundesnetzagentur kam auch schon zum Schluss, dass das nicht 20 Milliarden wären, sondern höchstens 8 Milliarden. Die Kosten sind schon wesentlich geringer. Die weiteren Kosten, das war die Verteilnetzebene, wo 195.000 Kilometer gebaut werden müssen, die eben auch sehr viel Geld kosten. 27 Milliarden war ja die Zahl. Würde ich auch in Frage stellen in dem Umfang. Muss man schauen. Wir können uns gerne zum Schluss dann nochmal unterhalten. Ja, jetzt weiter. Unterhalten. Ja, gut, also das sind verschiedene Punkte, weswegen eben 20 Milliarden politische Aussage war, die so einfach nicht haltbar ist. Und ich sagte ja eben schon, die Bundesnetzagentur hat auch irgendwann auch gesagt, also höchstens 8 Milliarden, wenn überhaupt. Und wir haben uns ja relativ schnell geäußert und gesagt, dass wir also diese 3.800 Kilometer in dem Umfang sowieso nicht brauchen, haben andere Organisationen auch gesagt. Man wird vielleicht die eine oder andere Trasse dann noch bauen müssen. Und wenn, dann würde ich mir aber wünschen, dass das dann vielleicht in dieser Art passiert. Auch nicht schlecht. Nee, auch schlecht. Auch Hochspannungsleitung. Ja. Wenn die nicht in die Erde schmeißen. Ja, zu den Problemen, die auch die Kraftwerksbetreiber, die konventionellen Kraftwerksbetreiber haben oder die Stromversorger. Nochmal diese Grafik, nochmal der Hinweis, Speicher werden wir die nächsten Jahre noch nicht brauchen. Wir haben hier noch genügend Luft, um zusätzlich einzuspeisen. Die Speicherproblematik wird aber schon auf uns zukommen, wobei technisch ist es kein Problem. Es gibt entsprechende Möglichkeiten. Das, was man sofort machen könnte, ist auch ein Projekt, in dem RWE auch beteiligt ist. Das ist Druckluftspeicher über Kavernen. RWE hat ein Projekt in Stassfurt, eine Kaverne, wo jetzt überschüssiger Strom halt über entsprechende Druckluft-Erzeugung dann gespeichert werden könnte. Wirkungsgrad 70%, RWE spricht von 80 bis 85%. Aber
Speichern ist ja immer nur die zweitbeste Möglichkeit. Und das Problem ist natürlich, dass hier ein hoher Investitionsaufwand betrieben werden müsste für relativ geringe Stundenzahlen. Technisch machbar. Ich habe mit RWE dann auch telefoniert und gesagt, wie ist die Planung? Sie sagen, solange es sich wirtschaftlich nicht darstellen lässt, werden wir das Projekt nicht angehen. So, das wäre eine Speichermöglichkeit. Wir haben natürlich eine schwankende Erzeugung durch erneuerbaren Strom, Wind oder Solar. Hier ganz interessant, die konventionellen Kraftwerke werden flexibler. RWE hat vor ein paar Wochen eine Pressemitteilung rausgegeben, sie haben ja zwei neue Braunkohleblöcke in Betrieb genommen und gesagt, wir können jetzt diese Braunkohle, diese Kraftwerksblöcke sehr viel flexibler fahren. Wir können die Leistung um 30 Megawatt in der Minute reduzieren, variieren. In einer Viertelstunde wären das 400 Megawatt. Das ist dann schon bei zwei Blöcken 800 Megawatt, das ist dann schon nicht unerheblich. Ich habe dann mit dem Dr. Lamberti auch gesprochen, gefragt, warum könnt ihr das denn jetzt und bisher nicht? Ja, er sagt, wir haben jetzt unsere Anlagen besser kennengelernt. Das heißt, man hat also sehr viele Messdaten, gemessen, dargestellt, analysiert. Man muss sich vorstellen, so ein großer Kessel, wenn der sich ausdehnt, das sind Bewegungen von mehreren Metern, die der Kessel macht in der Ausdehnung. Das ist schon nicht so ganz einfach. Aber sie trauen sich jetzt mehr zu und wollen auch andere Kraftwerksblöcke entsprechend umrüsten, sodass sie hier also flexibel reagieren können. In dem Bereich, wenn alles umgerüstet ist, müssten sie auf knapp 2 Gigawatt kommen. Das wäre schon ein hohes Maß an Flexibilität. Was RWE auch sagt, ist, dass sie auch ein gewisses Lastmanagement machen wollen, wenn jetzt sehr viel Strom vorhanden ist oder dann wird man den entsprechend verbrauchen. Wenn die Nachfrage groß ist, aber die Erzeugung nicht so groß, dann sind sie auch in der Lage, in ihrem Tagebau die Bagger sozusagen mal stillzulegen für einige Stunden und andere Reparaturarbeiten etc. zu machen, also hier auch flexibel zu reagieren. Und dieser Punkt Lastmanagement, Nachfragesteuerung, ist ja in Deutschland punktuell wird es gemacht. Es gibt Kühlhäuser, die angefragt werden, hier flexibel reagieren können. Wenn viel Strom da ist, dann kühlen sie halt einige Grad tiefer, sind dann flexibler. Aber insgesamt ist das ein Punkt, der noch sehr unterentwickelt ist. Aber hier haben wir auch noch erhebliche Möglichkeiten, um schwankendes Angebot von erneuerbaren Energien dann auch entsprechend, wenn vernetzt wurde, zu kompensieren. Ja, vielleicht ganz interessant, ich habe nochmal geschaut heute, bevor ich losgefahren bin, von der Strombörse mir den aktuellen Chart runtergeladen und ich habe ja auch die Windräder gesehen, wie sie fleißig gedreht haben. Das ist die Situation von heute, das war die Planung für den heutigen Tag und man sieht hier Windkraft ganz enorm. Anteil ist dann in der Realität auch so eingetroffen. Man sieht, wir haben also heute schon ein Viertel allein mit Wind onshore an Stromerzeugung gehabt. Das hat sich auch massiv auf den Strompreis ausgewirkt. Und bevor ich das aber zeige, zu einem Problem, einmal für die Kraftwerke und auch, wie wird überhaupt der Strompreis ermittelt. Es ist so, dass an der Strombörse 70% inzwischen gehandelt werden, also börslich gehandelt werden. Und wie wird der Strompreis festgelegt? Man macht es so, dass das, was an Stromerzeugung durch erneuerbare Energien kommt, sowieso im Netz ist. Wird also quasi zwangseingespeist. Und dann sortieren sich die Anbieter mit ihren Kraftwerken entsprechend der Grenzkosten für die Stromerzeugung. Das sind im Prinzip die aktuellen Produktionskosten für den Strom. Und da sieht man, dass die Grenzkosten, das wird dann in eine Reihenfolge gebracht, in Richtung steigender Grenzkosten. Kernkraft in der Regel hat die geringsten Grenzkosten, Braunkohle etwas mehr, Steinkohle noch mehr und Gaskraftwerke sind die teuersten und
Öl sowieso, aber wird ja kaum noch genutzt. So, und wenn jetzt diese Strommenge erforderlich ist, dann bestimmt der Strompreis das letzte Kraftwerk, das benötigt wird, um die Leistung darzustellen. Das ist in diesem Fall jetzt ein Gaskraftwerk. Er gibt dann diesen Strompreis. So, das ist die sogenannte Merit Order. Was passiert, wenn jetzt mehr erneuerbare Energien eingespeist werden? Wie gesagt, der Anteil ist zwangseingespeist. Jetzt im Hintergrund die alte Darstellung. Und man sieht, wir haben jetzt mehr erneuerbare Energien. Wieder unsere Kernkraft, Braunkohle, Steinkohle. Und die erforderliche Menge ist die gleiche geblieben. Und wir sehen, das letzte Kraftwerk, das die Leistung zur Verfügung stellt, ist jetzt ein Steinkohlekraftwerk. Hat geringere Grenzkosten, verdient also jetzt als letztes Kraftwerk kein Geld. Der Strompreis ist gesunken. Und der Gewinn der anderen Kraftwerke ist praktisch diese Differenz zwischen den Grenzkosten und dem Strompreis, der für die gesamte Strommenge festgelegt wird. So, und was ist jetzt die EEG-Umlage? Die erneuerbaren Energien werden ja bezahlt über entsprechende Förderinstrumente, Fördersätze. Das ist ein Preis, der irgendwo hier in diesem Bereich liegt. Und die EEG-Umlage ist jetzt genau der Differenzbetrag von dem, was gesetzlich gezahlt wird, zu dem Strompreis an der Börse. Weil auch der EEG-Strom wird ja verkauft an der Börse. Das heißt, wir zahlen zum Beispiel diesen Betrag, erhalten aber den Strompreis gegengerechnet. Das heißt, die EEG-Umlagen, die noch gezahlt werden muss, letztlich ist dann die Differenz zwischen dem gesetzlichen Preis und dem aktuellen Strompreis. So, und das führt jetzt dazu, das war ja der Strompreis mit weniger Strom, dass wenn jetzt mehr erneuerbarer Strom eingespeist wird, der Strompreis sinkt, die EEG-Umlage dadurch aber höher wird. Und die zahlen wir Verbraucher hauptsächlich. So, wir sehen aber noch etwas. Und zwar, je mehr erneuerbarer Strom jetzt dazukommt, desto weniger konventionelle Kraftwerke werden benötigt. Die Kernkraft ist, ja, es ist ja geplant, die Atomkraftwerke abzuschalten bis 2020. Aber wir sehen auch die letzten, die vom Netz gehen nach diesem System, sind die Braunkohlekraftwerke, weil die immer noch günstiger Strom produzieren als Steinkohle, Gas und Öl. Und das ist aus ökologischer Sicht natürlich genau das, was wir nicht wollen. Wenn Stromerzeugung, dann eher mit Gaskraftwerken, nicht mit Braunkohlekraftwerken. Aber gut, wir sehen, dass hier ein Fehler im System ist, aber so ist im Moment die Situation. Desto höher wird die EEG-Umlage. Ja, was so. Heißt das für den Verbraucher? Wenn Ihr Anbieter fair ist, bedeutet das für Sie keinen Nachteil, weil er dann ja den geringeren Strompreis an Sie weitergibt. Da das aber nicht gemacht wird, haben wir als Privathaushalte immer höhere Strompreise gehabt. Ja, hier die Entwicklung des Strompreises im letzten Jahr an der Strombörse in Megawattstunden und Euro gerechnet. Wir kennen ja Cent und Kilowattstunden und man sieht natürlich unter Schwankungen, weil ja auch der Beitrag der erneuerbaren Energien immer unterschiedlich ist, unter Schwankungen geht der Strompreis aber deutlich zurück an der Strombörse. So, wir hatten hier noch 55 Euro pro Megawattstunde beim im September, bevor die neue EEG-Umlage berechnet wurde, dann schon bei 47. In der Tendenz, je mehr erneuerbare Strom dazu kommt, desto weiter wird der Preis auch sinken. Aber nicht der Preis des Endverbrauchers. Ja, das analysieren wir gleich noch. So, und ich habe dann auch nochmal gezeigt, ich hatte ja eben schon gezeigt, wir hatten heute sehr viel Windstrom mit hohem Anteil an
Strom aus erneuerbaren Energien oder eben der Windkraft onshore, hat dazu geführt, dass der Strompreis pro Megawattstunde in der Grundversorgung, im Baseload, bei 34 Euro war. Interessanterweise in Frankreich, wo es ja immer so günstig ist, der französische Strom war 45 Euro und die Schweiz bei 39. Und auch in der Spitzenlast in Deutschland 42 Euro, Frankreich 56 und die Schweiz 49 Euro. Also man sieht schon den Einfluss des erneuerbaren Stroms, der in den Strompreis an der Strombörse sinkt. So, wie ist die Strompreisentwicklung gewesen über die Jahre? Diese Entwicklung als Haushaltskunden, die kennen wir ja. Industriebetriebe mittlerer Größe zahlen weniger EEG-Umlage, hier grün dargestellt. Unser Anteil als Privathaushalt ist entsprechend hoch und die stromintensiven Unternehmen zahlen keine oder fast keine EEG-Umlage. Und interessanterweise ist der Strompreis 2011 niedriger gewesen als 2007, 8 und 9. Warum in dieser Studie 10 fehlt, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Es heißt ja immer, dass der Strompreis so hoch ist in Deutschland für die Industrie. Für die mittleren Unternehmen gab es eben doch entsprechende Steigerungen. Da liegen wir ungefähr bei 12 Cent, aber die stromintensiven Unternehmen liegen im Bereich von 4 bis 6 Cent und wie gesagt im letzten Jahr deutlich geringer als in den Jahren vorher. Das wird aber immer gerne verschwiegen. Wir haben dann in einer Pressemitteilung auch mal darauf hingewiesen. Daraufhin hat sich Herr Reul dann auch geäußert. Ja, wie setzt sich der Strompreis zusammen? Man sieht schon Steuern. Wundern Sie sich nicht über die 16%, das ist auf den Gesamtpreis, Bruttopreis jetzt bezogen. Wir haben schon noch die Mehrwertsteuer 19%. Wir haben 8% am Gesamtpreis Stromsteuer. Was die wenigsten wissen, die Stromsteuer geht fast vollständig in die Rentenversicherung. Der Anteil der EEG-Umlage. Was mich immer etwas ärgert, ist, wenn auf eine Steuer nochmal eine Steuer kommt. Und ja, an der Stelle muss ich die FDP sogar loben. Es gab ja den Vorstoß, dass sie gesagt haben, wir haben die EEG-Umlage, sie ist gestiegen. Und damit hat die Regierung auch eine zusätzliche Einnahme durch die etwas höhere Mehrwertsteuer wieder. Und wenigstens diese zusätzliche Mehrwertsteuereinnahme, die sollte man doch an die Verbraucher zurückgeben. Zum Beispiel, indem man die Stromsteuer reduziert. Das ist ungefähr 2 Cent. Und die Idee war von der FDP, glaube ich, sie ganz zu streichen. Das ist aber aus EU-Recht nicht so ganz einfach. Aber wenn man sie halbiert hätte, hätte man diesen Effekt dieser zusätzlichen Mehrwertsteuereinnahme dann schon kompensiert. Ich fürchte, sie können sich da nicht durchsetzen. Ja, wir sehen, dass wir in erster Linie dann noch die Netznutzung haben als großen Kostenfaktor. EEG-Umlage ungefähr 15%, Netzgebühren insgesamt 24%. Und der größte Block ist aber Erzeugung und Vertrieb. Und ich werde gleich noch Hinweise geben, wo wir als Verbraucher da dann aber auch einsetzen können, um uns gegen die steigenden Strompreise als Privatkunden zumindest etwas zu wehren. Wenn ich so ein autonomes Netz habe, habe ich dann auch die Netznutzung? Nein. Also wenn ich meine Solaranlage auf dem Dach habe und den Strom selbst nutze, zahle ich natürlich nichts. Ja, richtig, aber ich sag mal, ein Netz muss ich ja aufbauen, das ist eine Investition, das muss ja auch mal neu werden. Also Kosten entstehen ja schon über ein Netz generell. Ja, wir haben einige. Das ist ja nicht umsonst. Nein, wir haben einige Gemeinden in Deutschland, die autark sind, sich auch die Netze gekauft haben. Das ist auch ein Punkt, wo wir uns als Partei sehr stark machen, dass wir sagen, Netze in Bürgerhand. Und da würde ich mal schauen, ich weiß jetzt nicht, wie die Gemeinde heißt, die aber hauptsächlich über Wind onshore die Stromversorgung mit Biogasanlage sichergestellt hat. Und der Strompreis, meine ich, lag, den Sie jetzt für die nächsten 10 Jahre ungefähr haben, bei 20 Cent. 16,7, glaube ich, wenn das Feldheim ist.
Wie gesagt, ich weiß nicht, es gibt da mehrere Gemeinden in Deutschland, aber ein guter Hinweis, auf jeden Fall sind wir da mit den Kosten wesentlich geringer, trotz Netznutzung. Ja, ja. Dass jetzt nicht 24% sein müssen, oder was ich da immer nicht verstehe, wir haben ja vorhin auch gesehen, dass da jetzt die Netze nochmal erneuert werden sollen und dass das zusätzliches Geld kostet. Aber über den Strompreis habe ich ja eigentlich schon Netznutzung und damit müsste sich ja das Netz wieder dann entsprechend amortisieren. Dann bezahle ich ja über die Netznutzung auf die Investition. Also, dass sie möglichst viel zahlen sollen, das ist ihnen aber bewusst. Ja, die Strategie kennen wir ja. Ja, ich hatte ja schon gesagt, Instandhaltung, die ist betriebswirtschaftlich schon finanziert. Ja. Dürfte nicht dazu kommen, was an zusätzliche Kosten kommen, dürfen wir in den Netzausbau neue Kabel, die verlegt werden oder Trassen, die gebaut werden müssen. So. Das verstehe ich da, wo ich also die Offshore-Anlagen habe und von da die Leitungen nehmen muss. Richtig. Und auf der Verteilnetzebene, wenn eben Solaranlagen dazukommen, genau. Zusätzliche Leitungen, da ist es auch in Ordnung, ja. Ja, das war auch ein Kritikpunkt bei der EEG-Umlage. Wir haben es in der Pressemitteilung genau mitgeteilt, dass wir mal rausgerechnet haben, Steigerung der EEG-Umlage von 3,6 auf 5,27 Cent und 0,8 waren nicht strompreisrelevant durch den niedrigeren Strompreis an der Strombörse, wenn er denn fairerweise weitergegeben worden wäre. Und dann ist mir noch durch den Kopf gegangen, dass wir als Privathaushalte tatsächlich, zum Beispiel bei VW, eine Strompreisersparnis finanzieren. Ich hatte ja gezeigt, dass der Strompreis abhängig ist oder geringer ist, wenn sehr viel erneuerbarer Strom eingespeist wird. Über die Strombörse, den Effekt hatte ich ja gezeigt. In dem Moment steigt die EEG-Umlage als Differenzbetrag. So, VW kauft auch an der Börse Strom ein. Und den kaufen sie natürlich ein, wenn er denn sehr günstig ist. Und ich denke, heute war so ein Tag mit 3,3 Cent, wo VW sich eingedeckt hat mit Strom. Dadurch, dass der Preis an der Börse heute so niedrig war, war die EEG-Umlage entsprechend hoch, die wir als Privatleute hauptsächlich zahlen. Und so gerne ich meinen Scooter fahre, ich möchte eigentlich nicht VW unterstützen oder die Strompreisersparnis von VW finanzieren als privater Stromkunde. Ich tue es aber über diesen Effekt. Macht mich jetzt etwas stutzig, weil VW ja sein eigenes Kraftwerk hat. Die haben auch eigene Kraftwerke, die kaufen aber auch, wenn es günstig ist, Strom an der Börse zu. Ja, nicht blöd, ne? Aber das wird ja nicht nur auf VW zu, ne? Alle anderen, die dann entsprechend günstig Strom kaufen, da ist ja derselbe Effekt. Ja, mir ging halt nein. Ne? VW durch den Kopf, weil ja, das gut ist. Ja, ist auch richtig so. Das ist auch ein gutes Beispiel, wo es so hast. Ah ja, genau, also dann verbreiten Sie das ruhig. Wir könnten ja mal ausrechnen, dass man also eben diese E-Abgabe entsprechend anpassen muss, wenn der Strom an der Börse günstig gehandelt wird, dass da etwas nicht steigt. Ja, ich denke, über entsprechende Vorschläge werden wir im Anschluss an den Vortrag noch diskutieren. Ich zeige aber jetzt auch nochmal, was denn erstens wir tun können und wie die Industrie auch bisher, welche Vorteile die Industrie bisher hatte. So, ein Punkt ist mir wichtig, egal welchen Stromanbieter ich habe und wo der Strom herkommt, durch die EEG-Umlage unterstütze ich die Energiewende, sprich den Ausbau der erneuerbaren Energien, in jedem Fall, auch wenn ich jetzt aus dem Atomkraftwerk Strom habe, weil ja der Strom aus erneuerbaren Energien zwangseingespeist ist im Netz. Der wird ja in jedem Fall verbraucht und die EEG-Umlage wird dann auch gezahlt. Ja, es wird viel davon geredet, auch in den Medien, dass wir schauen sollten, ob wir nicht günstigere Stromanbieter finden. Verivox ist eines der Portale, die hier auf sehr einfache Art und Weise die Möglichkeit bieten zu schauen, gibt es in meiner Region einen Anbieter, der kostengünstiger ist. Das sollten wir auf jeden Fall machen.
Bisher kümmern sich da nur ungefähr 15% der privaten Haushalte um solche Wechselmöglichkeiten. Wenn man sich vor Augen führt, wie vor 10, 15 Jahren die Telefongebühren waren und was das Telefonieren heute kostet mit Flatrate etc., dann sieht man, dass hier Verbraucher durchaus eine gewisse Marktmacht auch entwickeln können. Man erinnert sich noch an die billigen Vorwahlen, die man wählen konnte. Man musste zwar mal sehr genau gucken, in welcher Stunde ist nun welcher Anbieter denn der günstigste, aber das habe ich dann damals auch sehr konsequent gemacht. Also es sollte uns Mut machen, auch hier an dieser Stelle einzugreifen. Und ich habe jetzt durch die anstehende Erhöhung jetzt zum Jahreswechsel bei meinem Ökostromanbieter schon gekündigt. Werde zum anderen Ökostromanbieter wechseln und spare durch die Erstkundenprämie ungefähr 150 Euro. Kann ich nur jedem anderen empfehlen. Und es muss auch kein Ökostromanbieter sein. Im ersten Jahr. Naja, ich kann den ja wieder kündigen. Naja, nee, ist ja richtig. So. Du musst also, das ist ja fast dann wie so ein, an der Börse. Verkaufe ich heute meine Aktie oder behalte ich sie? Man muss also ziemlich immer da ja, im Prinzip, und gucken, wer ist jetzt der günstigste und im Prinzip von Jahr zu Jahr theoretisch kündigen. Ja, ich würde, nachdem der Vertrag geschlossen wurde, auch gleich wieder kündigen. Konsequenterweise. Das heißt, du hältst es für sinnvoller, zu irgendeinem günstigen Stromanbieter zu gehen, anstatt zum Beispiel darauf zu achten, dass ich zu einem 100% erneuerbaren Anbieter gehe. Ja, auf diese Provokation gehe ich jetzt so nicht ein. Sondern? Wer sich das finanziell erlauben kann oder auch möchte, den möchte ich schon motivieren, Ökostromanbieter sich auszusuchen. Da muss man aber bei dem Label sehr drauf achten und auch hinterfragen, was für eine Form der Stromerzeugung ist das. Geht jetzt die höhere Prämie auch wirklich in den Ausbau entsprechender Anlagen? Da gibt es auch qualitativ Unterschiede. Nein, ich denke, wir freuen uns natürlich, wenn jetzt auch durch einen höheren Strompreis der Ausbau der erneuerbaren Energien gefördert wird. Nur auch derjenige, der sich das nicht leisten kann, darauf wollte ich hinaus, der unterstützt den Ausbau durch die EEG-Umlage, die er zahlt, sowieso schon. Wir sind schon alle dabei. Und wer mehr leisten kann, da freue ich mich natürlich auch. Jürgen, du suchst jetzt die nächsten Anbieter schon raus. Ich hätte noch eine Frage. Wird dann wirklich jetzt durch die erhöhte EEG-Umlage nur die erneuerbaren Energien gefördert oder baut man jetzt die Netze aus mit der EEG-Umlage, um die Braunkohlekraftwerke in voller Leistung laufen zu lassen, damit man den Strom exportieren kann? Das war jetzt ein Rundumschlag. Ja. Dem zweiten Teil stimme ich zu, das glaube ich auch. Dem ersten nicht, weil wir haben ja den Anteil am Strompreis, die Netzgebühren. Also die EEG-Umlage ist wirklich nur die EEG-Umlage, sprich das Bezahlen der gesetzlich garantierten Vergütung für die entsprechenden Anlagen. Also aus diesem Geld werden nicht die Leitungen jetzt... Also aus der EEG-Umlage nicht, nein. Okay. Das läuft über die Netzgebühr, das waren diese 24%, ja, ja, die ich gezeigt hatte, ja. Und das weiter können wir nachher gerne noch diskutieren, aber ja, man kann da gerne Vermutungen anstellen, warum überhaupt die politische Diskussion inzwischen so geführt wird. Ja, also ich kann nur motivieren, zu wechseln. Wer Spaß hat, kann ja auch noch sparen. Ich meine, meine Frau ist immer etwas ärgerlich, weil sie sagt, also seit 10 Jahren sagt man uns privaten Haushalten, wir sollen Strom sparen. Und wir tun das eigentlich auch schon. Es gibt ein Portal, das gibt es schon seit 2008, Stromsparcheck. Herr Altmaier hat auch schon darauf hingewiesen. Eigentlich eine ganz nette Sache. Wer Lust hat, es gibt hier Stromspartipps über 40. Ich denke, der eine oder andere wird da noch etwas finden, um zu sparen. Aber das ist sicherlich kein Mittel, um die Kosten entsprechend zu senken, weil das Einsparpotenzial bei uns Privathaushalten ist schon weitgehend ausgereizt. Aber wer Spaß daran hat, aus Überzeugung hier nochmal reinzuschauen und zu sparen, zusätzlich noch etwas zu sparen, hat sich gerne. Jede Einsparung ist natürlich willkommen. Interessanterweise haben dieses Portal bisher wohl nur 280.000 Haushalte genutzt in Deutschland.
obwohl man auch noch Prämien bekommt, so ein Stromsparpaket mit entsprechenden Sparlampen etc. von 70 Euro, finde ich ein bisschen schade. Es wird auch von Herrn Altmaier immer wieder Werbung gemacht, gerade finanziell eher schwächere Haushalte sollten doch auch darauf zurückgreifen. Wie heißt die Seite nochmal? Stromspar-check.de. Aber das größere Einsparpotenzial liegt zweifellos nicht mehr bei uns Privathaushalten, sondern im Industriebereich. Und selbst Herr Altmaier hat in einem Bericht aus Bonn im Oktober gesagt, es gibt 30% Einsparpotenzial bei Industrieunternehmen. Ich konnte das jetzt gar nicht glauben, habe mir am nächsten Tag den Podcast nochmal angeschaut. Er hat es wirklich gesagt in der Sendung. Und es gibt auch inzwischen durchaus Industrieverbände, die hier deutliche Worte finden. Also der Zentralverband Elektrotechnik, Elektroindustrie ist sicherlich kein Lobbyverein für erneuerbare Energien. Und der Geschäftsführer Klaus Mittelbach hat dann auch ein Beispiel mal gebracht, dass eine Abwasseranlage in einer Kläranlage, eine Abwasserpumpe in einer Kläranlage eben nachgerüstet werden könnte und die zusätzlichen Investitionskosten hätten sich bereits nach einem halben Jahr amortisiert. Man spricht auch davon, dass wir elektrische Antriebe haben, die nicht mehr energieeffizient sind, wo sich 50% Strom sparen lassen. Redet von einer grandiosen Energievergeudung. Das finde ich schon deutliche Worte aus dem Industriebereich selbst heraus. Und wir haben im Wesentlichen drei Bereiche, wo wir im industriellen Bereich wirklich Strom sparen können. Das sind einmal die Elektromotoren, die eben entsprechend gesteuert werden und nicht mehr unter Volllast laufen. Wir haben Heizungspumpen. Es gibt wesentlich kleinere Heizungspumpen inzwischen, die einen geringeren Stromverbrauch haben und durchaus eine höhere Leistung. Und wir haben natürlich auch den Bereich der Beleuchtung, insbesondere durch die neuen LED-Beleuchtungstechniken. Das nur als drei zentrale Bereiche, wo Industrieunternehmen massiv Strom sparen können. Und sie sollten das auch tun. Weiter. Wenn man die Presseberichterstattung verfolgt hat, dann ist es ja immer ein Thema, dass die Förderung der erneuerbaren Energien enorme Kosten erzeugt und der Strompreis muss bezahlbar bleiben etc. Die Äußerungen kennen wir ja. Was gerne verschwiegen wird, ist, dass andere Techniken, insbesondere auch die Atomenergie, massiv gefördert wurde. Eine Studie, die jetzt im August herausgekommen ist, hat das mal aufgeschlüsselt. Über die Jahre von 1970 bis hier 2012 187 Milliarden Förderung für Atomenergie, Steinkohle 177 Milliarden, Braunkohle ja, 65 und erneuerbare Energie nur 54 Milliarden. Das heißt, so viel ist bisher gar nicht gefördert worden, wobei die Erneuerbaren natürlich jetzt massiv aufholen, das muss man schon sagen. Wobei der Steuerzahler ja auch noch die Endlagerung des Atommülls zahlt. Ja, deswegen ist das hier auch noch nicht zu Ende. Genau. Und der Unterschied ist nur gewesen, dass wir das damals nicht gemerkt haben, weil das über Steuermittel lief, während die Förderung der erneuerbaren Energien über die EEG-Umlage läuft und das können wir auf unserer Stromrechnung sehen. Ja. Aber ich finde einen wichtigen Hinweis, dass eben die anderen konventionellen Stromerzeugungstechniken massiv in der Vergangenheit gefördert wurden. Ja, gut, ich komme langsam zum Ende, gehe nochmal darauf ein, wie denn jetzt Verbraucher zur Kasse gebeten werden und Industrieunternehmen. Das ist eine Pressemitteilung, hatte ich schon mal kurz erwähnt, dass wir auch auf die EEG-Umlage eingegangen sind. Und da auch gesagt hat, also 0,8 Cent der Steigerung sind erstmal nicht strompreisrelevant. Was wir dann noch ganz interessant fanden, ist, dass die Privatleute 27% am Stromverbrauch in Deutschland haben, 38% der EEG-Umlage bezahlen, dass aber stromintensive Unternehmen, die 18%
des deutschen Stroms verbrauchen, plötzlich nur 0,9 Cent an die EEG-Umlage bezahlen. Das ist doch ein deutliches Missverhältnis. Und woran liegt das, dass die stromintensiven Unternehmen so wenig bezahlen? Dankenswerterweise haben die Grünen eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, inwieweit denn Unternehmen entlastet werden. Da gibt es verschiedene Punkte, ich fasse das nur kurz zusammen. Es ist also einmal die direkte Entlastung an der EEG-Umlage für Unternehmen, die sehr viel Strom verbrauchen. Insgesamt waren das in 2011 3,4 Milliarden von 13,5 Gesamtkosten der EEG-Umlage. Aber es gibt auch noch weitere Einsparungen der Unternehmen, und zwar nicht nur über die EEG-Umlage, sondern über das Stromsteuergesetz und Energiesteuergesetz. Das ist dann aufgeschlüsselt worden. In der Antwort der Bundesregierung, da kamen wir dann auf 4,3 Milliarden. Und es gibt auch noch weitere Entlastungen der Industrie. Die Sonderkundenumlage, jetzt nochmal, wenn Unternehmen eben mindestens 7.000 Stunden Strom im Jahr verbrauchen, mehr als 10 Gigawattstunden, werden sie von Netzentgelten befreit. Spannend finde ich, dass das Gesetz eben jetzt ab 2013 gilt, aber rückwirkend fürs letzte Jahr auch schon entlastet wird. Schätzungen haben da von 440 Milliarden gesprochen. So, wenn wir die 3,4, 4,3 und 0,4 Milliarden zusammenziehen, dann sind das ungefähr 8 Milliarden. Diese 8 Milliarden waren der Betrag, den die Bundesnetzagentur geschätzt hat für den Ausbau der Stromtrassen, der Übertragungsnetzebene. Diese 3.800 Kilometer damals, inzwischen sind es ja weniger. So, das heißt, wenn also die nächsten 10 Jahre die Industrieunternehmen 10% oder nur noch 90% einsparen würden, dann hätten wir damit schon die Kosten des Trassenausbaus finanziert. Ja, warum brauchen wir die Energiewende? Eine Zusammenfassung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Wir haben am Anfang schon gesehen, Endenergieverbrauch, die Zahl schwankt jetzt etwas. Ich hatte ja von 11% gesprochen. Sie sagen also, wir sparen schon durch den Einsatz erneuerbarer Energien 12,5% am gesamten Energieverbrauch. Bruttostromverbrauch, okay, 20%, 11% Wärme, Kraftstoff nehme ich wieder raus. Und es werden durch den Einsatz erneuerbarer Energien 130 Millionen Tonnen CO2-äquivalente Treibhausgasemissionen eingespart. Dazu gleich noch ein Hinweis, um die Zahl einordnen zu können. Aber erneuerbare Energien sind auch ein Konjunkturprogramm. Und allein im letzten Jahr haben wir schon 23 Milliarden Euro in dem Bereich neu eingesetzt und es arbeiten knapp 400.000 Menschen in dieser Branche. Diese 130 Millionen Einsparung, hier 129, um sie mal einschätzen zu können, das ist das, was wir jetzt einsparen an CO2, der Treibhausausstoß von Hessen und Baden-Württemberg zusammen. Das heißt, das ist schon eine ganze Menge und es wird in den nächsten Jahren noch einiges dazukommen. Wir haben also hier einen starken umweltentlastenden Effekt. Die letzte Folie. Es ist ja immer die Frage, wie weit können wir denn überhaupt technisch jetzt erneuerbare Energien einsetzen, um unseren Primärenergieverbrauch abzudecken weltweit. Der Weltklimarat hat vor kurzem eine Studie rausgebracht, auch in dieser Grafik. Und ich will jetzt nochmal auf die Sonnenenergie eingehen, direkte Sonneneinstrahlung. Zum Verständnis der Grafik, das ist der globale Primärenergieverbrauch weltweit gewesen im Jahr 2008.
492 Exajoule. Sagen wir, das ist ungefähr so geblieben, 500 Exajoule weltweit in 2008. Und die Schätzung ist, dass wir nur mit über die solare Einstrahlung im Minimum, das ist also hier eine logarithmische Skala, im Minimum 1500 oder knapp 1600 Exajoule erzeugen könnten technisch. Im Minimum, vielleicht aber auch 50.000. Das heißt, allein durch Nutzung der Sonneneinstrahlung könnten wir schon ein Vielfaches des Weltenergiebedarfs decken. Hier geht man auch noch auf die anderen erneuerbaren Energien ein. Das ist hier die Biomasse, die Geothermie. Hier die Windkraft gezeigten. Geothermie auch in diesem Bereich. Also wir sehen technisch, ist das überhaupt kein Problem, könnten wir ein Vielfaches des Energiebedarfs, den wir auf der Welt brauchen, nutzen oder abdecken. Und das Argument, dass die Sonne nur tagsüber scheint, das ist nur scheinbar richtig, denn in Spanien gibt es auch Solarkraftwerke, die einfach die Sonneneinstrahlung nutzen, um entsprechende Flüssigkeiten auf mehrere hundert Grad zu erhitzen. Und mit diesen mehreren hundert Grad kann man auch nachts Strom erzeugen. So eine Technik, wie sie in der Sahara jetzt geplant ist, in dem Projekt. Ja, gut, das heißt, wenn wir wollten, könnten wir auf konventionelle Stromerzeugung wirklich verzichten. Erdöl ist viel zu schade, um es zu verfeuern, Gas auch. Uran sollten wir lieber in der Erde lassen. Warum greifen wir nicht auf die erneuerbaren Energien zurück? Fassen wir nochmal kurz zusammen. Wir sind ja jetzt auch einen weiten Weg gegangen durch die ganze Problematik. Also Versorgungssicherheit ist sicherlich gegeben. Ich erinnere an die 92 Gigawatt, die wir konventionell zur Verfügung haben in Deutschland. So ganz nebenbei, das Umweltbundesamt hat auch geschätzt, dass wir ungefähr 20 Gigawatt an Notstromaggregaten in Deutschland haben, die wir nutzen könnten, wenn sie vernetzt wären im Notfall. Die Stromerzeugung mit EEG kann und wird ja auch weiter ausgebaut. Wir sind als Partei sehr dafür, dass es dezentral natürlich passiert. Das Stromnetz werden wir ausbauen müssen, hauptsächlich auf der Verteilnetzebene, und wir müssen natürlich die Offshore-Windparks anschließen. Die Kosten sind aber sicherlich deutlich geringer, als im Moment in der Presse immer noch komportiert wird. Die konventionelle Stromerzeugung, ja, war früher eine Grundlasterzeugung. Die Kraftwerke waren Geldmaschinen. Das wandelt sich sicherlich zu einer Bedarfserzeugung durch den Einfluss der erneuerbaren Energien. Und die Versorgungsunternehmen und RWE hat eine gewisse Vorreiterrolle mit den konventionellen Kraftwerken, stellen sich auch darauf ein, dass sie einfach jetzt die Kraftwerke auch flexibler fahren wollen. Wir haben aber natürlich das Problem, je mehr erneuerbare Energien eingesetzt werden zur Stromerzeugung, desto geringer ist natürlich der Stromanteil durch die konventionellen Kraftwerke. Das heißt, das Geld, was verteilt wird auf die konventionellen Kraftwerke, wird von Jahr zu Jahr auch weniger. Und an der Stelle verstehe ich auch die Versorgungsunternehmen, dass sie sagen, es rechnet sich in vielen Bereichen einfach nicht mehr. Wir brauchen da ein anderes Marktdesign. Und auch Herr Altmaier hat uns ja bei der Podiumsdiskussion dann angeregt, dass wir als Piratenpartei doch hier auch Lösungsansätze entwickeln wollen. Wir machen uns nachher an die Arbeit, nicht? Ja, also hier haben wir wirklich ein Problem im Markt. Stichwort Marktdesign, Kapazitätsprämien, dass Kraftwerke vorgehalten werden, dafür bezahlt werden, dass sie im Notfall einspringen könnten, ging auch durch die Presse. Hier ist also eine wichtige Diskussion wirklich am Laufen, und wir brauchen da auch eine Lösung. Ja, dann noch der Aspekt, dass Atomkohlekraft stärker, deutlich stärker als die EEG-Umlagen gefördert wurden in der Vergangenheit. Dass die Kosten insgesamt gerechter verteilt werden müssen, da sind wir uns, glaube ich, einig. Die Entlastung der Industrieunternehmen ist wirklich sehr weit getrieben worden. Technisch ist die Energiewende sicherlich möglich. Wir haben Speicher,
technische Speichermöglichkeiten. Volkswirtschaftlich ist sie ohnehin ein Gewinn, einmal durch die Einsparung unter dem Gesichtspunkt Klimawandel, Einsparung an CO2. Aber wir sparen natürlich auch entsprechende Brennstoffe ein. Es waren im letzten Jahr, meine ich, 22 Milliarden, die wir volkswirtschaftlich an Kosten eingespart haben, weil wir eben weniger Gas und Öl eingekauft haben durch die Einsparung, durch den Einsatz der erneuerbaren Energien. Also volkswirtschaftlich ist das auch ein nicht zu unterschätzender Beitrag. Klimaschutz hatte ich eben schon gesagt. Und abschließend möchte ich sagen, wir tun dann auch endlich mal was Gutes für unsere Kinder, wenn wir die Energiewende vorantreiben. Vielen Dank für die andauernde Aufmerksamkeit.